Ich muss euch etwas beichten. Ich habe ein paar Rennen privat gespielt. Ich bin jetzt Reputation 21, habe eine Viertelmillion Dollar, habe mein Auto verbessert und der Motor, den wir kaufen wollten, der ist inzwischen viel schlechter als das, was wir haben. Wir haben zwar mehr potenzielle Pferdestärke, aber ich denke, einen Motor kaufen, der schwächer ist und dann erstmal extra Teile nochmal dafür zu kaufen, den bräuchten wir gar nicht erst kaufen, ohne so 300, 400.000. Zu dem wir eh nicht Stufe 31 sind. Das heißt, unser nächstes Ziel ist der hier. Eventuell, mal sehen. Ansonsten machen wir das jetzt mal so. Wir machen mal wieder nach so einer Weile eine Episode, wo nicht nur Rennen gezeigt werden, so ein bisschen Freefahrt zu den Sachen und alles. Das habe ich schon eine Weile nicht mehr gemacht. Ich glaube, erste, zweite Folge war so, dann nicht mehr, weil das war alles eine Aufnahmesession, die Folgen, die ich bisher produziert habe. Dann habe ich ein bisschen privat gemacht und hier sind wir jetzt. Dann könnt ihr mal sehen, ich habe ja das Auto auch von der Optik verändert. Das fährt sich jetzt ganz anders. Wir sind im Online-Modus unterwegs und ganz ehrlich, ich habe halt dann so Rennen gespielt wie dieses hier, wo der steht empfohlen 220 und ja. Ich glaube, das ist nicht interessant für euch zu sehen, wie ich die Gegner um 2 Kilometer schlage. Deswegen. Woran ich aber nicht gedacht habe, war, dass die Hauptmission nicht hochgeht, sondern auch noch bei 120 Stack ist. Das heißt, ja. Zeigen wir es deinem Kumpel Wayne. Ansonsten sind wir hier im Online-Modus, wie man sieht. Ja. Ich habe mir vorhin erst einen Satz neue Reifen drauf gemacht und seitdem ist das Lenkverhalten des Wagens komplett anders. Aber es ist viel schneller als je zuvor. Und es beschleunigt viel, viel schneller. Ich will nicht lügen, aber ich meine vorhin eine Spitzengeschwindigkeit von fast 300 gehabt zu haben. Ich war irgendwie, das war bestimmt so 80, 280 waren da drin. War aber bergab, fairerweise. Also Rennen sind relativ unspektakulär. Sagen, ich mache sowas, dann ist es absolut. Boah. Und der Online-Modus ist weird. Ich meine, guck mal. Stufe 400 plus lädt mich ein. 400 plus. Ich habe inzwischen 13, 14 Spielstunden in diesem Spiel und bin Stufe 21 fast. Nee, ich bin 21. Was muss man tun, um Stufe 400 zu erreichen? Ich will die Stundenzahl von dieser Person nicht kennen. Würde mir Angst machen. Und Need for Speed ist kein Spiel, wo alle 10 Jahre ein Teil kommt. Da kommen ja regelmäßig, ne? Ich meine, jetzt im EA-Pass sind ja drin Need for Speed, die Neuauflage so. Need for Speed Most Wanted. Rivals, Heat und Payback. Ich glaube, die sind es. Und die große Angst, die ich jetzt habe vor der Kampagnenmission, ist, sie heißt Ab in den Drift. Und mein Auto ist absolut gar nicht mehr aufs Driften ausgelegt. Also, wie sich das noch gestalten kann, könnte interessant werden. Start, I guess. In den Drift.
Hey, Lukes Freund, richtig? Du willst mich wohl treffen. Das geht. Über dich. Und das nicht grundlos. Das heißt, Racing sei nicht so dein Ding. Was eigentlich nie. Mich interessiert nicht, ob du deinen Wagen im Griff hast oder wie schnell du bist. Also komm, steig ein. Dann zeige ich dir, was ich meine. Dann mal los. Okay, geh mal. Ich drück grad nichts. Du musst die Kurven mit Tempo anfahren. Um in den Drift zu kommen, gibst du kurz Vollgas und lenkst ein. Dann wieder schnell auf Vollgas und halten. Gleich nochmal. Gib kurz Vollgas und lenk ein. Und geh dann wieder aufs Gas. Einmal noch. Vollgas, dann Gas halten, gegenlenken. Genug geredet. Willst bestimmt selbst ans Steuer. Das kann ich nicht. Das war so smooth, das kann ich nicht. Also denk dran. Vollgas und einlenken. Perfekt. Lenk gegen und gib am Gas für weniger Slide. Versuch mal nicht irgendwo gegenzufahren. Der kann eine Driftdauer von 1,5 Sekunden. Okay, neuer Versuch. Wie? Nutz dein Gas, um den Drift zu halten. Das nenne ich Kontrolle. Schaffst du das noch? Alter. Okay. Nutze Lenkung und Gas, um den Drift aufrechtzuerhalten. Tu ich doch. Wie lange soll ich den aufrechterhalten? Achso, ich soll noch einen fünften Drift machen, der 1,5 Sekunden geht. Ah. Und jetzt machen wir das Ganze mit Stil. Halte das Tempo hoch und zieh den Drift, solange du kannst. Und wenn du wirklich angeben willst. 1000 Punkte ist kein Problem. Alles danach ist ein Problem. Ein bisschen dumm, hat aber gezählt. Und jetzt wieder in die gute Kurve. Zehntausend mit einem Drift, Ehre. Okay, genug. Wie wär's, wenn du die Strecke jetzt beweise, dass du driften kannst. Wait, what? Denk dran, was ich gesagt habe. Vollgas, um den Drift einzuleiten. Und zieh ihn dann kontrolliert bis zum Ende durch. Oh nee, Drift-Duelle, das ist ein Scherz, oder? Ich hab die gehasst in den alten Teilen. Wenn's eine Sache gibt, die ich nicht kann, dann sind das Drift-Duelle. So mit Punkte und alles, boah. Halt den nächsten noch länger. Perfekt.
Na, wir haben zumindest die 40.000 erreicht. War doch nicht so schwer wie erwartet. Nice, du weißt echt, wie man driftet. Bei dir sieht das so einfach aus. Wir hätten das Graffiti einsammeln können. Okay, fast das Doppelte von dem, was wir. Das Doppelte von dem, was wir bräuchten. Perfekt. Ich hoffe, ich muss nie wieder Drift-Duelle machen. Ich schwör, dann kotze ich im Strahl. Ab in den Drift abgeschlossen. Drift-Reifen. Geld sparen können. Ich werde in der Werkstatt ein paar neue Reifen für dich abgeben. Okay. Alter, Drift-Duelle. Boah. Oh nee. Boah. Was wir tun können ist, ich habe mir einen Wagen vorbereitet, weil ich das tatsächlich kommen sehen habe. Ich zeige euch den neuen Wagen. Der ist extra auf Driften ausgelegt. Ich bin ihn aber bisher noch nicht gefahren. Ich meine, wenn wir hier eine Drift-Herausforderung haben, dann wird das hier quasi das Highlight. War das der? Ich glaube, das war der Chevrolet. Achso, ja klar, unten rechts. Driftstraße ist seine Auslegung und zwar aufs Krasseste. Okay, probieren wir das mal. Den habe ich freigeschaltet mit Rep 19, habe ihn dann ausgestattet. Probieren wir es einfach. Ich erhoffe mir nicht viel. Was brauche ich? 6.000? 60.000? Ich weiß es nicht. Ich will nicht driften. Zu hart in die Kurve rein. Boah. Das war ein godlike Drift. Zielpunkt erreicht, das war ja super easy. Ey, wir haben noch Runden über. Das war ein schlechtes. Wir haben so eine schöne Kurve und ich verkacke den Drift hier immer. Okay, das war wieder perfekt. Ich verliere die Kontrolle. Okay, der war zum ersten Mal akzeptabel. Hier darf ich nicht drin sein.
Okay, ich glaube, das zeigt relativ gut, warum ich es hasse zu driften. Beziehungsweise so Drift-Events zu machen. Weil so Drift-Events ist nochmal irgendwie anders driften, als wenn du in einem Rennen driften musst, um gut, um eine Kurve zu kommen. Boah. Ich hasse driften. Na, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Oh nee, da ist noch ein Drift-Event. Und ja, dann geht's beim nächsten Mal weiter mit ein paar Rennen. Bis dann, tschüss.